Unser grünes Haus lässt den einen oder anderen Passanten schmunzeln. Auch unser Van sollte sympathisch wirken. Ein individueller Typ mit Wiedererkennungsmerkmalen. Wir zeigen nun, wie und warum wir unser Van selbst gemalt haben. Im letzten Video haben wir fleißig gespachtelt, Rost entfernt und grundiert. Wenn man einen Camper ausbaut, es gibt so viele andere Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Und da haben wir gesagt, das sparen wir uns. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir haben für die Farbe und für das alles drumherum nicht mehr als 100 Euro ausgegeben. Im Endeffekt mit Pinselschwämmchen und Zubehör. Und das steht überhaupt nicht im Verhältnis zu einer Lackierung oder Folie. Ja, Folie hätte uns wahrscheinlich auch 500 aufwärts gekostet. Also wir haben überall kleine Stellen am Auto gehabt. Und hätten wir jetzt ein Folienprojekt gemacht, müssten wir wirklich sehr präzise arbeiten, sodass wirklich keine einzige Stelle ausbleibt. Und so konnte ich wirklich individuell schauen, wo jetzt was zugedeckt, abgedeckt werden musste und daraufhin das Gemälde malen und daraufhin loslegen und immer wieder neu entscheiden, Elemente hinzufügen oder irgendwas. Und das hat uns das Ganze viel einfacher gemacht. Meine gute Freundin ist eine hervorragende Künstlerin. Sie half mir bei der Motivwahl und setzte mutig die Konturen. Was hier an der Stelle wichtig zu sagen wäre, ich war dafür, dass es mit Klarlack, Zweiker, Klarlack überlackiert wird. Sie war dagegen. Wenn es abfällt, wenn es also abflattert, wie auch immer, sie ist schuld. Ja. Aber warum wir uns dagegen entschieden haben, gegen noch eine zusätzliche Lackierung obendrauf, war einfach, weil das Auto schon lackiert ist und da, wo Lack drauf kommen soll, muss das eigentlich angeschliffen sein und das kann man nicht gewährleisten, wenn ein Auto schon vorlackiert ist und man eine Kante hat und man eine andere Farbe darüber macht und nochmal Lack obendrauf packen, war nicht die Variante. Deswegen haben wir uns auch für den Schutzlack entschieden, weil da ist wirklich nur eine Komponente zum Auftragen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber egal, also sie wollte das, sonst malt sie noch ein Bild drüber, dann ist das eben so. Mussten wir uns erstmal herantasten. Die Tupftechnik mit Schwämmchen ist uns am besten gelungen. Ich war zu faul und wollte mir das Abkleben der Ränder mit Kreppband ersparen. Sehr schnell habe ich verstanden, dass ich dadurch nur noch mehr Arbeit habe. Es mussten leider dann ständig daneben gegangene Tupfstellen ausgebessert werden. Also besorgte ich etwa 8 Rollen Kreppband. Sind etwa 1,5 Wochen vergangen. So sieht das Ergebnis meiner Arbeit bislang aus. Doch leider bin ich immer noch nicht fertig. Wir fühlen uns damit wohl, so wie das jetzt aussieht. Sieht toll aus.
Es sieht individuell aus. Das sieht außergewöhnlich aus, das stimmt. Wenn man sich so ein großes Projekt antut, sollte man zumindest ein Faible fürs Malen haben. Da es nicht mein erstes Kunstwerk ist, habe ich diesen Schritt überhaupt gewagt.